Hat da jemand einen Kampf gegen den Emo-Prinzen bestellt? Nun gut, die Lektion ist schon lange fällig, Sasuke. Bam, 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 bam. Du siehst schon, wie ich drauf bin, was? Wow! Hey, das war gar nicht mal so übel. Yeah, yeah, yes! Hey! Es reicht, Sasuke! Was glaubst du eigentlich, wenn du bist, Sam, mit deinem dämlichen Uru-Verschnitt-Anzug? Mal kurz sehen, was hat Sakura so drauf? Autsch! Das muss wehtun. Aber wir tanzen so sehr wie das hier! Riesen-Rasengan! Oh, da steht wieder auf. Mach mich so Nerven, sage, hey. Du hast schon Schaden gemacht? Ich glaube nicht. Aha, ich baller ihn ja zu. Ja, folg mir nur. Hey! Der ist der Schaden. Scheiße! Ich wollte ohne Schaden gehen. Mann, du dämlicher. Dankeschön. Nein, nein. Ja, yeah, Rasengan! Wollte ich gar nicht, aber kam gerade gut. Hey! Mann, das wollte ich auch nicht! Was wollte ich überhaupt? Ich weiß es nicht mehr, ist mir gerade auch egal. Ups. Ich trottel, was macht Sai eigentlich? Seine Tintenklecks, Jutsu, sind ja auch nicht übel eigentlich. Bam! Das muss wehtun. Das wollte ich! Na bitte, jetzt habe ich den Rhythmus wieder drauf, jetzt bist du fällig, Alter. Und weil wir schon lange nicht mehr hatten, einen guten alten Wurf. Geht doch. Was immer noch nicht, tschüss. Wow. Ei, Kinder, macht das bloß nicht zu Hause nach. Voll in den Rücken geschossen und voll durchgezogen. Tja, wer weiß, wieso er es nicht versteht. Also komm, Rang B liegt da sicher drin, hä? Ich war so gut. Was? Verdammt. Nein, nicht Rang C. Ah, geht doch, Rang B. Sei ist jetzt verfügbar und ein bisschen Ryu abgegrast. Na, ist doch fabelhaft. So mag ich meine Kohle, frisch abgezählt. Ja, wohlgemerkt, verzweifelt. Hm. Ich habe ihn gerade locker platt gemacht, aber ja, wir kämpfen verzweifelt gegen ihn. Ich sage dazu nur Emo-Prinz. Sasuke war Orochimaru to tomo ni Naruto no mae kara tachisatte iku. Sasuke wo tsure modosu ni wa sara naru chikara ga hitsuyou da to kanjita Naruto wa. Entwickelt jetzt etwa bereits das Kakashi to tomo ni Shinjutsu etoku no shugyou wo kaishi suru. Oh ja, Leute, Naruto arbeitet an seinem neuen Move, und zwar ist das ein Move. Ja, soll ich jetzt schon zu viel verraten für diejenigen, die es nicht wissen? Nun gut, ich sag mal so viel. Er versucht, das Rasengan mit seinem Naturelement zu verbinden. Was bis anhin einfach gar nicht bekannt ist. Und zwar, was für ein Naturelement er besitzt. Toki onajik. Oh nein, die beiden. Tsunade no moto ni konoha ni sekkin suru futari no akatsuki no jōhou ga haitte ita. Oh. Die waren übel, hey. Voll die Untoten. Tsunade wa ikutsuka no shōtai wo Akatsuki ni okurikomi senmetsu wo kokoromiru mo. Ja, und da starb mal so plötzlich einfach Asuma. Mein Beileid. Aber Hidan und Kakatsu, die waren ja auch echt übel, hey. Vor allem in Kombination, da waren sie beinahe unbesiegbar. Ich meine, der eine ist unsterblich und der andere hat 5 Herzen. Na schön, Schank auch. Ja, und zwar der Typ da, also rechts davon, das ist Kakatsu, genau, Hidan ist der linke. Ich hoffe, ich habe gerade den Namen nicht verwechselt. Auf alle Fälle hat der rechte Typi, der hat sogar gegen den ersten Hokage noch gekämpft.
Natürlich hat er verloren, aber immerhin hat er überlebt, also. Dafür hätte er eigentlich meinen Respekt, wenn er nicht so, ja, böse wäre. Akatsuki no Hyōteki de aru Uzumaki Naruto honnin datta. Wow, und wieder mal kommen wir einfach zur Stelle, wo Naruto bereits ein neues Jutsu gemeistert hat. Und nicht einmal der Kampf zwischen Kakashi und den beiden Akatsuki-Typis kommt zum Zuge. Jetzt frage ich mich aber echt, ob Kakashi seine eigene Story hat. Das wäre zwar irgendwie cool, aber naja, mal schauen. Jetzt sag mir bitte nicht, dass Kakatsu seine Maskenabbildungen im Kampf selber einsetzt. Sprich, dass sie immer um ihn herumschwirren. Weil dann wird der Kampf echt übel. Wow, voll die Schlitzaugen. Als wäre er bereits ein bisschen im Kyuubi-Modus. Okay, Freunde, es geht los. Zeit für Narutos neues Jutsu. Ich hoffe, er hat es wirklich drauf. Kampf gewinnen, Gegenangestärke wächst. Ist da nichts Neues. So, dann bin ich mal gespannt. Und gleich fange ich natürlich an mit dem Rasengan. Was voll... Dankeschön. Ja. Er setzt seine Masken also so ein, von mir aus. Ja, könnt ihr sehen, er hat auf dem Rücken hat er insgesamt 4 Masken, von denen, glaube ich, eine durchstochen sein müsste, von Kakashi. Sieht man's? Ja, man sieht's. Gut. Und zur Erklärung, jeder dieser Masken hat ein eigenes Element, sprich, da er selber auch noch eins hat. Genau, Rasen-Shuriken! Beziehungsweise Futo Rasen-Shuriken, seine neue Technik. Hey Leute, die ist so übel, die wirkt sogar auf zellularer Ebene. Das heißt, er kann damit die Zellen seiner Gegner zerstören. Ups, er hat's abgelockt. Dann hat er normales Rasengan, ja. Zur Erklärung zurück, da Kakatsu ja... Dankeschön, dass du mich ausreden lässt. Da Kakatsu ja ein Erdversteck-Typ eigentlich wäre, haben seine 4 Masken die anderen Elemente, sprich Feuer, Wind, Wasser und Blitz. Aber Kakashi hat seine Wassermaske, glaube ich, war das, bereits zerstört und so kann Kakatsu nur noch die anderen Masken einsetzen. Natürlich hat nur die anderen Elemente, sprich Feuer, Erde, Blitz und Wind. Obwohl, ich glaube, ich habe von ihm noch nie ein Windelement gesehen. Ah doch, stimmt, doch in Kombination mit Feuer, genau. Na, Kakatsu, na, du Schwächling, was machst du, hä? Kratzt sich am Oberschenkel. Du perverse Saumann! Wow, der war auch nicht übel. Ich muss abhauen, gerade zu viele. Tauschschutz ist angesetzt. Haha. Daneben, Alter. Du triffst mich doch eh nicht. Wow, 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 wow. Was siehst du? So einfach geht das. Schmeck meine Shuriken! Jetzt reicht's aber. Rasen Shuriken Power! Und Tschüssikowski! So macht man das. Tja, sonst noch irgendwelche Fragen, Leute? Das ist ein Naruto-Fight im Michael-Style. Sinnloses Gequatsche und trotzdem noch kämpfen. Ist doch klasse. Und Rang S und das mit 72% Gesundheit? Ich kapiere dieses Bewertungssystem nicht. Ist ja auch egal, es gibt noch so einiges, was ich nicht kapiere. Naruto Uzumaki, wie im Versteck Rasen Shuriken. Jetzt sag mir nicht, dass das ein eigener Charakter ist. Ja, scheint fast so. Was können wir uns sonst noch kurz reinziehen, Leute? Obwohl, ich habe noch etwa 5 Minuten, würde noch für einen Kampf reichen. Na, wie sieht's aus? Wer ist der nächste Gegner? Naruto no Katsuyaku niyori, Kakuzu wa tausare, futatabi heion na jikan ga otozureta. Aber der nächste Kampf wäre bereits gegen Pain. Ach stimmt, das habe ich vergessen! Und das Zusammentreffen. Ja, jetzt ist er fertig. Und das Zusammentreffen mit... Fällt mir gerade der Name noch ein, ist mir gerade entfallen. Tobi, natürlich! Mann, wie kann ich bloß den Namen vergessen? Sasuke o motome, mori o kakeru Naruto tachi. Dem Fake-Madara könnte man auch sagen.
Ja, bitte kurz überspringen. Und da ist er auch schon, Tobi. Ja, können wir das bitte kurz überspringen, wollte ich gerade sagen. Oh nein, er hat eine lächerliche Stimme drauf. Naja. Der wird schon bald ein bisschen ernsthafter und der Typ ist echt schwer zu besiegen. Sogar der vierte Hokage hatte Mühe. Verschwendung ist gut. Ach Kakashi, wenn du wüsstest, wer da hinter der Maske steckt. Nur gut. Eigentlich weiß man es bis zum heutigen Stand, sogar des japanischen Mangas weiß man es noch nicht, wer hinter der Maske steckt. Ich habe zwar eine Vermutung, aber die behalte ich noch für mich. Wow, da haben wir aber mächtige Kameraden zur Seite. Aber gegen Tobi muss das wirklich so... Na klar, plus 40, verarsch mich doch. Und tschüss. So, mal sehen. Was ist denn das für ein Jutsu, ey? Ich weiß, dass du eher Versteck drauf hast, aber auch etwas Besseres. Hol's Versteck. Dankeschön. Ja, Kakashi ist ein bisschen wertvoller. Riesenras... was war das gerade? Jetzt sag mir bitte nicht, dass der... Nein, er weicht meinen Techniken aus. Ich krieg die Motten. Ah ne, Gott sei Dank, ich kann ihn treffen. Ich dachte schon, es wäre so wie im Manga und im Anime. Da konnte man ihn gar nicht treffen. Hey, Alter! Und er bewegt sich noch so scheiße. Mann, nee. Gegen ihn zu verlieren wäre echt peinlich. Nun, tschüss! Hör! Hö, hi, jo, hu, ja, haja! Ups! Mann, was machst du da? Gib mir aus der Sonne, wenn du nur so lächerliche Techniken drauf hast. Aber ich kann jetzt Zeit für den Scheiß hier. Ist eigentlich einfach nicht möglich, das stimmt gar nicht, was? Rasen-Shuriken! Hä? What the hell? Er hat meine Technik gekontert! Ich habe keine Ahnung, wer das gemacht hat, aber er hat es geschafft. Ah, ich habe zu wenig Chakra. Komm schon, jetzt Rasen-Shuriken! Geht doch! Oh ne, überlebt die Scheiße noch. Was macht denn das hier? Oh yeah, Power. Ach so, das ist. Oh, ich trottel. Also unter Steuerkreuz, was auch immer das ist dafür, dass ich mehr. Also der ist nicht übel, ganz ehrlich. Der ist dafür, dass er mehr ausweichen kann. Nein, er ist verschwunden. Na, hier ist er wieder. Und tschüss. Das ging schnell, was? Jemand aus dem Weg! Und wieder mal Rang B, du. Yamato ist benutzbar, verwendbar natürlich. Sag ich nur benutzbar. Mann. Na, aber ich muss zugehen, es geht ratzfatz weiter hier. Ist doch klasse! Kikkaina Taido de Naruto o honrou shita Tobi wa nazo o nokushita mama. Ja, ihr seht richtig. Auch Tobi hat einen Sharingan. Ob er aber wirklich ein Uchiha ist oder nicht, das weiß man auch noch nicht so genau. Doch dazu später mehr. Ja, und hier fand der Kampf zwischen Sasuke und Itachi statt. Ja, als Naruto hat man es wirklich nicht einfach, also müsste der nächste Kampf wirklich der zwischen Naruto und Pain sein. Okay, bevor es weitergeht, will ich aber doch noch etwas testen. Und zwar zurück zum Spielmodus-Auswahl, genau. Wir machen einfach da weiter beim nächsten Mal, ist ja kein Problem. Weil ich will jetzt wirklich wissen, wie sie aussieht mit den Charakteren. Kann ich dir das sonst noch irgendwo shoppen? Das macht ein anderes Mal. Der freie Kampf von mir aus.
Ja, wie sieht's aus? Hallo. Geht doch, VS-Duell. Ich will doch nur kurz schauen. Und dann wird hier irgendwo einen zweiten Naruto drin. Sieht nicht so aus. Da kann ich irgendwie. Ah, mit der 1 kann ich wechseln. Seht ihr das? Das ist eine geniale Idee, hey. Mit der 2 so gut, da setze ich. Ah, mit der 2 kann ich die Items einsetzen. Auch nicht schlecht, mit L2 Stamm, was auch immer das bedeuten soll. Nun ja, wie gesagt, ich kann mit R1 hin und her switchen zwischen dem ursprünglichen Naruto mit dem neuen Shuriken Rasengan als Ultimate Move oder dem mit dem Futo Rasen Shuriken im Original. Krass, ey. Und wir kriegen immer mehr Charaktere. Ist das geil. Hinata sieht auch noch heiß aus. Und Ino erst und Sakura und naja. Aber sind ja nur gezeichnet, von daher lasse ich es dabei. Und das war's auch für diesen Part, Freunde, wie es weitergeht. Soll heißen, ob Naruto irgendwann doch noch Sasuke treffen wird und vor allem, welcher Kampf als nächstes folgen wird. Weil ich habe das Gefühl, wenn das in dem Tempo so weitergeht, ist die Naruto Shippuden Story, also ja die von Naruto selber halt, in 2 bis 3 Parts abgehandelt. Was ich ein bisschen schade finde, aber gut, wir haben ja noch einiges anderes zu erledigen im Story-Modus. Und dann fehlt uns ja auch noch der Online-Modus, der will ja auch noch gezockt werden. Und wie es weitergeht im nächsten Part, bis dann! Ciao zusammen!